Hallo, Freunde der gepflegten Sombrero-Unterhaltung. Ich begrüße euch zu Borderlands 2. Und ich begrüße euch auch. Ja, das ist der gute Derfer, der ist wie immer mit dabei. Der ist ja auch ein Sombrero-Guy. Sombrero von Wien. Ja, was für eine Klasse spielst du? Den Gunsurker. Das ist sehr gut. Ich spiele den Assassin, Roth Zero. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf New Game. Wenn ich hier klicke, sollte das ja bei dir auch starten. So, you want to hear another story, huh? One where the very fate of Pandora hangs in the balance. If not, too bad, I'm telling you anyway. First, there was the vault, an alien prison opened with a mystical key. To the warriors who opened it, the vault was just a container of tentacles and disappointment. They vanished into the wastelands, certain that the vault held no treasure at all. They were wrong. The vault's opening triggered the growth of iridium, a priceless alien element. Soon, the rare and valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the Hyperion Corporation. They came to Pandora to mine iridium and bring order to the savage planet. Through their excavations, Hyperion uncovered evidence of an even greater vault. Their leader vowed to find it, to use its power to civilize the Borderlands, once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next vault's alien power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Some would call them adventurers. Others call them fools. But I call them vault hunters. Our story begins with them and with a man named Handsome Jack. Thank you.
it's cute that y'all think you're the heroes of this little adventure, but you're not. Welcome to Pandora, kiddos. Ja, Mensch, das war doch mal toll. Bist du überhaupt noch da? Ja, ich bin noch da. Bei mir ist ja nicht zu Ende. Ach so. Das ist ja cool. Ja, das ist das Awesome. Ja. Wie auch eben schon. Ja. Hat sich. Ja. Hat. Reden? Ja, ich weiß, ich darf reden. Aber ich habe ja erstmal die Verantwortung, hier irgendwas zusammenzubauen. Ja, mache ich auch gerade nebenbei. Ja, die Subtitles haben irgendwie zu früh eingesetzt. Viel zu früh. Naja, es wird schon irgendwie passen. Was kann man noch sagen? Wir spielen das Ganze jetzt blind. Also ich habe schon ein kleines bisschen angespielt, du auch, halt das Tutorial oder so. Ja. Und das wäre ja nett, wenn auf Spoiler-Kommentare und dergleichen verzichtet wird. Naja, Spoiler-Kommentare. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie viel man hier spoilern kann. Na, Story und sowas, weiß ich. Story? Ja. Soll ich dir was spoilern? Claptrap is evil. Nee, Joke. Der war im ersten schon evil. Wirklich? War er? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, ist das Spiel bei dir auch auf Englisch? Ich gehe davon aus, ja. Ja, Englisch. So wie es cool ist. Ja, ich hoffe, es ist verständlich. Für Zuschauer. Ist ja nicht so schwierig, das Englisch hier. Naja, ist doch scheißegal, was die labern, oder? Naja, also das, was der labert, das ist eigentlich schon manchmal ganz interessant, aber die Stimme ist total nervig. Es ist manchmal lustig. Das ist es. Bei mir hast du einen komplett vollen Energiebalken. Ja, hab ich. Toll, ich hab 10. Und du 10 bist HP. Kurz vor Abheben. Du bist ganz schön klein. Ich hätte gedacht, dein Char ist voll groß. Du bist voll groß. Also wir können mit WASD laufen, wir können es mit der Maus umsehen. Total toll. Wer ist sie denn? Das ist deine Mutter. Das siehst du doch. Die ist ganz schön heiß für meine Mutter. Ich weiß nicht, aber es gab im ersten auch so eine Olle, die hat aber nicht ganz eine eklige Stimme gehabt und sah auch ein bisschen besser aus. Wirklich? Ja, also. Was hat sie am Ende gebracht? Gar nichts. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, das ist der einzige interessante Satz, den er sagt. Wirklich? Ich fand, von dem, was ich bisher kenne, ja. Wo ist der Mongo jetzt? Der soll mal hier aufmachen. Ja, kommt. War noch eine Weile. Ist nicht so schnell. Ja, wir haben auch schon ein bisschen Blut übrig. Wir haben auch schon festgestellt, dass du der absolute Shooter-Fachmann bist und wahrscheinlich nichts treffen wirst. Ja, natürlich. Deswegen habe ich auch zwei Waffen zur Verfügung. Ja, deswegen spiele ich den Sniper, damit ich das, was du nicht triffst, ausgleichen kann. Beziehungsweise er ist ja nicht nur ein reiner Sniper, er ist ja wohl auch hier so der Meuchelmörder. Der labert zu viel. So, aufhören. Los. Auf. Auf. Loot. Ja, es war klar, dass du direkt wieder wühlst. Zigeuner? Was? Du bist ein Zigeuner. Wieso bin ich Zigeuner? Ich brenne schließlich noch in dem Ofen. Oh mein Gott. Oh. Welch unschöner Zuber. Ich finde das aber gut, dass er ihm das Auge klaut. Und einfach damit abhaut. Wie so, ja, das ist ziemlich random. Wie so ein Affe im Zoo. Oh, ich habe auch eine Pistole bekommen. Cool, oder? Ja, er meint, er hat eine Pistole im Schrank, aber wir kriegen beide eine. Das ist nett. Naja, erstmal die ganze scheiß Munition sammeln, damit wir besser töten können. Also ich wette, meine Munition wird nicht reichen. Wie kann die denn nicht reichen? Der hat doch so viel. Ich hab grad ne 73. Ich hab 82.
Als ich das hier eben gemacht habe, da hatte ich, naja, das Maximale, also 200. Und hatte am Ende noch 12. Also ich habe gar nichts verbraucht, als ich das gemacht habe, ich habe alles im Nahkampf niedergeprügelt. Du bist ja auch awesome. Nein. Naja. Ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich es ja vergessen. Auch cool. Ja, du kannst es ja noch aufbauen. Ich meine, es dauert ja noch eine Weile, was wir hier machen. Ja, das Tutorial finde ich ist relativ langweilig. Ich finde auch, dass meine Schlaganimation ein bisschen komisch aussieht. Zumindest in der Ego-Perspektive. Also ich denke mal, wenn du siehst, wie ich schlage, habe ich ein Schwert oder sowas. Naja. Oder ein Messer. Man kann vermuten, dass es ein Schwert sein soll, wenn du es noch umfuchtelst. Ich muss auch noch dazu sagen, das Spiel sieht, wenn man es auf maximalen Details spielt, besser aus als das hier, aber für Aufnahmen stellt man ganz gerne mal die Auflösung auf 720p runter, damit man halt ja beim Rendern das Ganze ein bisschen einfacher hat. Also es ist sonst alles noch ein bisschen schärfer mit den Texturen und so, es sieht schon ziemlich nett aus. Ich denke, du wirst da nicht viel zu sagen können, du spielst ja auf 640 oder so. Hä? Du spielst auf 640, oder? Ich bin... Ja, was... Also auflösungstechnisch spiele ich auf 720. Aber auf Detailreichtum habe ich etwas runtergedreht. Ja, man sieht hier, der Dörfer, der trifft Tatsache was. Na, das ist ja auch noch... annehmbar. Wenn so einzelne Gegner kommen, das kann ich noch hinkriegen, gerade so. Ja, aber die werden ja im Verlauf des Spiels größer, also das ist dann relativ einfach da zu treffen. Die bleiben ja nicht die ganze Zeit so klein. Das wollte ich doch für sie hoffen. Gib mir... Naja, erstmal müssen wir gucken, bis Level 5, das wird nicht so spannend. Ab Level 5 kriegen wir dann unsere krassen Skills und Talentbäume. Echt? Ernsthaft? Erst ab Level? Verdammt, ich stacke. Wir sind doch hier nicht in Garshasp, was machst du da? Lass, komm her. Hä? Ne, ja, der Roboter da. Da ist er. Ah, jetzt stuck er. Ja, den lassen wir erstmal das Ducken und knüppeln mal hier Zeug weg. Da kommen nämlich schon wieder die Teile. Theoretisch kann man die auch kritten, wenn man den Kopf trifft, aber das ist mit den Standardwaffen relativ schwierig, da überhaupt was zu treffen. Da scheint gerade kurz Critical. Aber es ist ja eigentlich auch aus dem ersten Teil bekannt und ich gehe davon aus, dass die meisten den ersten gespielt haben. Beziehungsweise den hier zumindest. Ich gehe auch stark davon aus, dass wir nicht die einzigen sind, die das LP'n. Und eher so mit die letzten. Ja, wir sind ein bisschen hinten an. Aber dafür wird es umso krasser. Ich kann mir vorstellen, dass das ordentlich fällig wird. Sowieso. Schon damals, als ich mit Nate gespielt habe, das war extrem schrecklich. Wobei ich das Spiel konnte. Habt ihr auch nicht so lange gemacht, oder? 20 Parts oder so hatten wir. Ja, das geht ja. So, wir sollten vielleicht mal den Typ noch ausbuddeln. Ach, scheiß drauf. Ich muss doch mal Audio leiser machen, weil sonst höre ich dich. Kaum. Ich habe die Standard-Settings sicherlich, damit eigentlich ziemlich super. Los, Claptrap, beeil dich. Wir haben doch hier nicht ewig Zeit.